Wie macht man aus einer PS3 eine PS4? Servus Leute, hallo, ich bin's MarcyXD, ganz genau und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein komisches Gameplay, ein sehr komisches Gameplay. Klar, es beginnt noch relativ normal, aber mit der Zeit, ihr werdet Augen machen. Oder ihr habt vielleicht schon selber sowas erlebt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Die Story ist so, dass ich gestern Abend mit meinem Kumpel Alex ganz normal Black Ops 2 gesuchtet habe. Wieso? Naja, am nächsten Tag folgt die Beta, also natürlich heute. Und ich dachte mir, mein Aiming könnte noch ein paar gute Übungen, ein bisschen Training vertragen. Darum dachte ich mir, hey, Black Ops 2 ähnelt Black Ops 3 noch am meisten. Darum suchten wir mal einfach die Nacht durch. Und irgendwann mal auf Nuketown kam dann sowas. Und ihr wisst es von meinen früheren Videos, von meinen vorherigen Videos, ich bin ein absoluter Hater gegen Hacker und Modder. Aber dieses Mal gab es eine Ausnahme, denn ich fand es einfach nur ungeheuer witzig. Das, was der Hacker, der Modder da herbeigezaubert hat, das war einfach so random, das hat sowas von keinen Sinn ergeben. Der das programmiert hat, wow, wirklich Respekt, weil da ergibt von vorne bis hinten absolut gar nichts einen Sinn. Von einem explodierenden Hund, über einen fliegenden Hund, über irgendwelche krassen Bauten aus Care Packages, also aus Vorräten und natürlich dem klassischen Aimbot, da war eigentlich alles dabei und ihr müsst mal genauer hinschauen. Ich hatte in dieser kurzen Zeit einen heiden Spaß. Natürlich, wenn sowas jetzt öfter vorkommen würde, hätte ich absolut gar keine Lust drauf, aber so als kleine Abwechslung wäre es nicht schlecht. Aber ich finde es auch ziemlich krass, vom gemoddeten MW3, also MW3 mit den unsichtbaren, unverwundbaren Hackern, geht es schon jetzt langsam in Black Ops 2 rüber und ich hoffe mal, dass Black Ops 3 kein Flop wird. Aber hey, die Beta ist heute, also am Mittwoch, so hier nehme ich das Video auf, offiziell gestartet. Ich habe jetzt noch nicht gespielt, das liegt daran, dass ich noch gar keine PlayStation 4 habe, aber das Problem müsste ich demnächst in den nächsten Stunden lösen können. Auf jeden Fall habe ich gestern schon den Livestream angeschaut. Ich meine, ein paar Kommentatoren konnten ja schon früher spielen und es sah ziemlich gut aus. Wobei ein paar Leute schon ziemlich ausgerastet sind und auch ein bisschen, ja, ich sag's mal, übertrieben haben. Denn wir müssen uns jetzt einmal eine Sache vor Augen machen. Das ist die Black Ops 2 Beta. Und um es ganz kurz zu formulieren, klar, was machen wir, wenn wir Call of Duty spielen? Was ist unser Ziel? Die Gegner zu zerstören. Klaro, wieso nicht? Jeder will gut in Call of Duty sein. Ich denke mal, 90% der Leute wollen einfach die besten Gameplays erspielen, richtig krass sein und mega abgehen. Das gilt natürlich für die YouTuber, als auch für die, ich sag jetzt einfach, die Gamer, die jetzt keine Videos machen. Aber trotzdem ist, sag ich mal, die Atmosphäre ein bisschen angespannt in der Beta, denn die meisten Leute tryharden. Klar, normalerweise in Call of Duty macht man das, wenn man was reißen will, tryhardet man, aber manche nehmen die Beta viel zu ernst, denn wir müssen bedenken, Leute, die Beta ist wirklich zum Testen da, denn die ganzen Stats, egal ob du jetzt eine 0,0001er KD hast oder eine 4er KD, am Ende im fertigen Spiel wird das Ganze nicht implementiert, sprich, du wirst jetzt nicht mit Level 20, auch wenn das Spiel fertig ist, sofort mit Level 20 einsteigen, nein, alles wird resettet, es gibt keinen gesammelten Fortschritt für die Beta, von daher, ihr könnt eigentlich vom Prinzip alles ausprobieren bei der Beta, ihr könnt übelst verkacken und es gibt jetzt eigentlich auch gar keinen Sinn, jetzt ein Game Rage zu quitten, wenn man jetzt mal verkackt, weil es ist eine Beta und ich finde, das haben die Entwickler auch ganz gut gemacht, in Battlefield 3 war es zum Beispiel damals anders, eine Beta ist einfach da zum Testen, man fühlt sich einfach unbeobachtet, man kann sich einfach unbeobachtet fühlen, probiert einfach alles aus, Leute. Ich werde jetzt auch natürlich gucken, dass ich ein paar richtig schöne Gameplays erspiele, aber dennoch habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis, dass ich mir erstmal meine 3er-KD aneigne, die krassesten Waffen, also wirklich nur die eine krasse Waffe spiele, sondern ich will alles mal bunt ausprobieren, einfach mir einen Einblick von allem verschaffen und ich denke mal, so macht das auch am meisten Spaß. Aber hey, Call of Duty und Ehrgeiz, das sind so zwei Begriffe, die hängen, denke ich mal, schon dicht miteinander, natürlich neben den Worten wie Flame und dem Wort wahrscheinlich mittlerweile auch Hurensohn. Hurensohn und Call of Duty, das ist wahrscheinlich schon wie Bruder und Schwester, weil in letzter Zeit höre ich echt so viel Geflame im Spiel, gerade in Black Ops 2. Mir kommt es vor, dass mittlerweile nur Deutsche spielen und da fliegen manchmal schon die Wörter, viel ausgerastet
und krasses Zeug. Aber Leute, das war's eigentlich so mit dem Video. Einfach mal so eine kurze Ansage zur Beta und ich wollte euch nicht dieses komische Hacker-Gameplay vorenthalten. Von daher, ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr die Beta spielt. Vielleicht sehen wir uns auf den Maps und in diesem Sinne, bewertet das Video. Bis dann, ciao und adios.